Ein chemisches Leck wurde entdeckt. Bitte das Gebäude evakuieren. Wiederhole, ein chemisches Leck wurde entdeckt. Bitte das Gebäude umgehend evakuieren. Wiederhole, ein chemisches Leck wurde entdeckt. Bitte das Gebäude umgehend evakuieren. Nein, nein, böse Katze! Verschwinde, verschwinde! Es ist unter der Haut! Hol's raus! Hol's raus! Entschuldigung. Du kannst nicht entkommen! Du kannst nicht entkommen! Weg! Weg! Käfer! 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 Ein chemisches Leck wurde entdeckt. Bitte das Gebäude evakuieren. Also, es gab ein paar Beschwerden über... Ich habe diese chemischen Formeln für dich. Wunderbar. Jetzt können wir eine weitere gesellschaftliche Unart ausmerzen. Die Trinkpause. Ob an der Kaffeekanne, am Wasserspender oder am Getränkeautomaten. Dieses Problem ist eine Bedrohung. Voltec-Wissenschaftler haben zahllose Experimente durchgeführt, um diesen Hort der Ineffizienz zu beseitigen. Aber Menschen haben ein irrationales Bedürfnis nach sozialer Interaktion. Wenn sie also schon ihre Zeit vertun, dann wenigstens für das Gemeinwohl. Dank der Chemie. Was? Sind Chemikalien nicht schädlich? Ach, Clem, du machst dir einfach zu viele Sorgen.
Alles, was du isst und trinkst, besteht aus Chemikalien. Wusstest du das nicht? Oh ja, das ist sehr interessant, Frau Aufseherin. Das sind einfach spezielle Chemikalien. Von was für einer Art von Chemikalien sprechen wir hier? Naja, das liegt bei dir. Aber was ich so gehört habe, haben sich die Entwickler da wirklich selbst übertroffen. Ist okay. Du kannst uns vertrauen, Clem. Clems Vertrauen zu erhalten, ist nicht Ziel dieser Experimente, sondern unser aller Wohlergehen. Also, bau den Getränkeautomaten und servier unseren Bewohnern dann Erfrischungen. Ach, und Clem, wenn du bei der Arbeit Durst bekommst, genehmige dir ruhig auch ein erfrischendes Getränk. Oh, wow. Danke. Der Getränkeautomat besitzt beträchtliches Potenzial. Ich habe geöffnet. Bist du zur Kontrolle hier? Ich habe hier einen Kunden. Noch eine Erfrischung? Was zum Teufel ist das? Ich habe mal eine Nuka-Cola getrunken und dieses Zeug... Ich weiß, da sind spezielle Chemikalien drin. Ach was. Naja, was auch immer es ist, ich liebe es. Koffein. Nun, es erhöht die Produktivität. Aber ernsthaft? Betrachtet man noch den eher fraglichen Erfolg mit dem Powerrad? Zweifle ich langsam an deinem Engagement für das Projekt. Aber noch kannst du alles wieder gut machen. Der Hippokratische Eid. Ein Gelöbnis, keinen Schaden zuzufügen. Naja, das fasst es grob zusammen. Ich will jetzt nicht damit anfangen, alte Bücher auf Lateinisch zu interpretieren. Aber die Grundhaltung in der Medizin läuft dem entgegen, was wir hier zu erreichen versuchen. Ärzte sollten nicht das Wohl ihrer Patienten über alles stellen, sondern das Wohl der Gemeinschaft. Das verstehst du sicher. Der Hippokratische Eid existiert, weil es richtig ist, so zu handeln. Erspar mir die Plattitüden über Konventionen. Wir müssen Geschichte schreiben. Also ab in den Vault-Tec, Verrobter. Ein spezielles Gerät für Optiker, das Sehvermögen des Patienten verbessern kann. Aber es könnte noch so viel mehr. Für den Prototyp ist etwas... Naja, viel... Okay,
eine riesige Menge an radioaktivem Material nötig. Aber es wird sich auszahlen. Nukleares Material, sagst du? Was könnte schon schiefgehen? Ich weiß, es ist idiotensicher. Mach dir keine Gedanken wegen des nuklearen Materials. Wir haben diesen Ort für Vault 88 gewählt, weil unsere Untersuchungen ergeben haben, dass es tiefer in den Höhlen reiche Uranvorkommen gibt. Also fang an zu graben und besorg uns, was wir brauchen. Wir sind in einem Boot. Wow. Entschuldigung? Ich freue mich schon darauf, Clem und die Optometriestation zu besuchen. Wenn man einfach die Beine eine Stunde lang bewegt, macht das Powerrad echt Spaß. Scheint, als hätten wir unseren ersten Patienten. Ja. Bevor du anfängst, Clem, was ist mit Kindern? Die sind okay, denke ich. Willst du irgendwann mal welche haben? Ach, ich weiß nicht. Wieso fragst du? Einfach so. Mach weiter. Hi, bist du wegen einer Augenuntersuchung mit dem Foro... mit dem Ding hier? Glaub schon. Nur zu, rein mit dir. Also, was soll ich machen? Halt einfach still. Also, ich setz mich einfach dahin? Ja, genau. Die Maschine erledigt den Rest. Das Ding macht mir irgendwie Angst. Schon fertig. Die Maschine sagt, dass du, eine leichte Augeninfektion hast. Da helfen, ein paar Augentropfen. Danke. Und das war's? Nichts weiter? Nein, Frau Aufseherin. Die Prüfung ist vorbei. Hätte nie gedacht, dass ich mal ein anständiger Vault-Bewohner werde. Es ist seltsam, wenn Leute hier sind. Hallo. Bei mir wurde noch nie eine Augenuntersuchung gemacht. War gar nicht so schlimm. Wieso machst du das hier eigentlich? Machst du Witze?
Ein Vault bauen? Experimentelle Prototypen und ein paar Versuchskaninchen? Wer würde da nicht mitmachen? Ich habe keine Ahnung, was du da redest, aber du bist lustig. Hab mir schon gedacht, dass das hier unten zu schön ist, um wahr zu sein. Aber vielleicht habe ich dich falsch eingeschätzt. Vielleicht erzähle ich meinen Freunden, dass es hier doch ganz gut ist. Danke, schätze ich. Einer unserer Bewohner ist also zufrieden. Das ist völlig irrelevant. Wir sollten schwere Entscheidungen treffen, um die Effizienz des Vaults zu steigern. Stattdessen vergeudest du deine Zeit damit, ihnen hinterherzurennen. Ich sorge dafür, dass die Leute ein besseres Leben haben. Dafür entschuldige ich mich nicht. Ich verstehe dich einfach nicht. Bitte, beim nächsten Mal muss es funktionieren. Dieses neueste Experiment ist mein ganzer Stolz. Ich bin in die Fußstapfen von Dr. Braun und den anderen getreten und habe meinen eigenen Prototyp entwickelt. Er beruht auf der Prämisse, wir alle haben Fehler und unsere ganz eigenen Laster. Was, wenn unser Vault nicht versuchen würde, diese Vorlieben auszumerzen, sondern sie zu nutzen? Von welchem Laster redest du? Nun, Gier. Dieser Plan ist für einen Spielautomaten. Ich habe ihn so gestaltet, dass er so verlockend wie möglich ist. Wähle die Parameter für das Experiment. Dann schauen wir, wie er sich im Feldversuch bewährt. Alle sind müde. Wir brauchen hier unten Betten. Diesen Spielautomaten musst du ausprobieren. Der Hammer! Ich kann einfach nicht verlieren. Schauen wir mal nach Clem. Oh! Hallo, dieses Spielautomaten-Dings ist klasse. Danke, dass ich es ausprobieren durfte, Frau Aufseherin. Ich bin so froh, dass du deinen Spaß hattest. Jetzt brauchen wir nur noch eine Show und ein paar Gangsterbosse, dann ist das Casino komplett. Ah, deine berühmten geistreichen Bemerkungen. Endlich fertig. Nach Hunderten von Jahren der Planung und Verfeinerung. Aber es ist eine absolute Katastrophe. Die Bewohner verschwenden Zeit und wertvolle Ressourcen. Aber dieser Ort ist super, Frau Aufseherin. Das sagen alle. Siehst du? Das hier. Das hast du erreicht. Vault 88 sollte großartig werden. Ich ertrage es nicht, in dieser fröhlichen Hölle zu bleiben, die du geschaffen hast. Verstehst du nicht? Deine Prototypen haben funktioniert.
Das Leben der Leute ist besser. Was für eine Sprache sprichst du da? Nichts von dem, was du sagst, ergibt Sinn. Ich verschwinde aus dieser Ruine, die du Vault nennst. Ich hoffe, du bekommst, was du verdienst. Aufseher. Hi. Bitte kümmere dich gut um den Vault. Bitte kümmere dich gut um den Vault. Hallo. Bitte kümmere dich gut um den Vault. Diesen Spielautomaten musst du ausprobieren. Der Hammer. Ich kann einfach nicht verlieren. Ich kann einfach nicht verlieren. Wieder gewonnen.